herzlich willkommen zu meiner Vorstellung der nun etwas längeren, seit längerer Zeit zur Verfügung stehenden Minecraft 1.9 Pre-Release. Ja, es sind einige interessante Neuerungen. Ich will einfach mal zwei große, starke aufgreifen. Unter anderem, jeder kennt sie, die NPC-Dörfer. Diese sind nun auch bewohnt. Hier sieht man die Mobs, oder die NPCs heißen Testificate, haben verschiedene Skins. Wir haben hier einfach den Standard-Skin. Auffällig hier die lange Nase und die verschränkten Arme. Und dann haben sie auch noch verschiedene Klamotten hier mit Weiß. Das wäre ein anderer Skin. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Skins. Funktion habe ich jetzt bis jetzt noch keine. Ja, sagen wir mal, entdeckt. Die laufen nur rum, sind auch nicht aggressiv. Also wenn ich jetzt hier den hier angreife, der weicht einfach nur zurück. Der Grund, warum ich einen Pumpkin in der Hand habe, ist die zweite interessante Neuerung. Habt ihr schon mal versucht, in Minecraft einen Schneemann zu bauen? Ja, ist ganz klar. Hier werden die zwei Kugeln, der Bauch und die Beine mehr an und jetzt oben drauf ein Pumpkin. Und voilà, hier haben wir einen Schneemann, der sich selbstständig in der Weltgeschichte herumbewegt. Wenn man diesen angreift, rennt er und flieht er dann auch dementsprechend weg. Macht auf jeden Fall Spaß, diese zu jagen, zu erstellen. Sind auch eine schicke Erweiterung, Ergänzung ja, in jedem Schneepark. Des Weiteren gibt es hier dann auch noch ein paar neue Items. Zum Beispiel aus Nesa gibt es jetzt auch Zäune. Würde dann etwas dunkler so aussehen. Ja. Ja, noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die ihr sammeln könnt hier. Auch aus dem Nesa, da ist sehr viel verändert. Schauen wir doch mal kurz rein. Dazu brauche ich dann, ja, wo sind Obsidian? Jetzt sehe ich den Wald voll oder Bäume nicht. Hier Obsidian. Und ein Feuerzeug. Feuerzeug. Ist jetzt schön vorbeigescrollt. Schauen wir doch mal kurz noch in Nesa rein. So, das Tor. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Angezündet. Gehen wir mal schnell in Nesa. So, das hat jetzt einen Moment gedauert zu laden. Das Bild baut sich jetzt so langsam auf. Aber sprichwörtlich langsam. So. Ja, hier im Nesa angekommen. Sieht auf den ersten Blick noch alles gleich aus. Wir fliegen mal eine Runde umher. Hier haben wir ein paar neue Mobs. Hier zu sehen. Diese könnt ihr nun auch jagen, schlagen oder was auch immer ihr mit diesen anstellen wollt. Man sieht hier, noch sieht man nichts. Muss erstmal laden. Ja, hier diese Schweinekrieger, noch bekannt aus alten Editionen, Versionen. Ja. Das Glück ist mir jetzt nicht hold. Ich kann es euch gar nicht zeigen. Ja, am besten, ihr ladet euch, in der Beschreibung findet ihr einen Download-Link. Ladet euch einfach mal die 1.9er Version runter und erkundet mal. Ja, mein persönlicher Tipp. Creative Mode und ja, euch ein NPC-Dorf gesucht. Und dann könnt ihr da ja ganz wild rumbauen, rumwerkeln. Ja, ich hoffe, also ich persönlich werde noch bei der 1.8er Version bleiben, die ist jetzt noch rausgekommen, läuft auch sicher. Ich hoffe, ich konnte euch mit der 1.9er Version jetzt mal vielleicht so ein bisschen Ansporn geben, so ein paar Ideen, was kommen könnte, was kommen wird. Schaut doch einfach mal rein und ja, viel Spaß damit. Man sieht sich dann beim nächsten Mal.